Kapitel 15. Mein Grund zu leben. Mit Spark an der Front und Absol im Rücken kletterte die Gruppe nun also hinauf in Ivys scheinbar so heiliges Heim. Teils hatte sich Flamme schon gefragt, ob dort tatsächlich irgendetwas Wichtiges wäre, aber letztlich ist doch immer darauf geschoben, dass das Elementare einfach die Fremden nicht bei sich haben wollte. Nun würde er aber auch die Bestätigung dessen bekommen. Auch wenn sie alleinig durch den Fakt, dass sie nun zum Eintritt aufgefordert wurden, bereits vorhanden war. Durch einen weiteren Sichtschutz, wie jede Höhle sie hatte, trat Spark bereits vorsichtig und langsam ein. Jene Ruhe, welche er gefordert hatte, selber bringend. Nach ihm folgten Funkenherz und der Rest der Gruppe, zu welcher sie nun gehörte. Beim Eintritt musste selbst Absol als Unlicht-Pokémon sich erst an die Lichtverhältnisse gewöhnen, da nahezu kein Licht an diesen Ort drang. Das Einzige, was zunächst erkennbar war, waren kleinste Lichtlöcher aus Fenstern, welche scheinbar mit Stoff verdunkelt wurden, und die gelben Ringe an Ivys Körper, welche ein leichtes Eigenlicht ausstrahlten, dort, wo sie am Boden lag. Ivy, wir sind da, alle fünf. Stumm stand das Elementare auf und begab sich zu einem der Fenster, zog den Stoff ein wenig zur Seite, so dass es weiterhin düster blieb, aber zumindest irgendetwas zu erkennen war. Und das erste, was Flamme erblickte, war ein kleines Strohbett, wie sie es schon bestens kannten, dort, wo Ivy gerade noch gelegen hatte. In jedem Nest lagen jedoch zwei kleine braune Kugeln aus Fell. Bei näherem Hingucken erst bemerkte das Vulpix, dass diese Knäule tatsächlich atmeten. Zwei winzige, zusammengerollte Evoli, scheinbar gerade am Schlafen. Also, Sol, Flamme, Absol, das waren eure Namen, ja? Spark setzte sich sofort neben jenes Nest mit den zwei Evoli. Und auch Funkenherz platzierte sich nicht weit weg. Mich kennt ihr offensichtlich schon, wenn auch kaum positiv. Jetzt lernt ihr auch meine Familie kennen, nachdem ich für Wochen besorgt war, euch in ihrer Nähe zu lassen. Spark habt ihr gerade schon kennengelernt. Wir kannten uns schon seitdem wir Kinder waren, aber damals haben wir uns nicht gerade gut verstanden. Während unseres großen Krieges haben wir uns wiedergefunden. Zuerst immer noch als Feinde, aber später dann haben sich die Dinge geändert. Inzwischen sind wir beiden schon seit vielen Jahren zusammen. Bestimmt 20 oder so. Die beiden Kleinen dort sind trotz der langen Beziehung unsere ersten und einzigen beiden Kinder. Sie sind erst vor wenigen Monaten geschlüpft. Und die beiden sind auch der Grund, weshalb ich nicht einfach zusehen konnte, wie ihr eurer Reise folgt. So sehr ich euch auch glaube. Ich habe im Leben so viel und so oft gelitten, schon von meiner Kindheit an, in welcher mich dieser Stamm verstoßen hat. Ich musste meiner ersten Liebe beim Sterben zusehen, um ihrem Mörder Jahre später verzeihen zu müssen, im Willen dieses Stammes. Ich musste meine besten Freunde brechen, leiden und sterben sehen. Einen endlosen Krieg führen. Und als ich erfuhr, dass wir Lyra und Shia bekommen würden, zum ersten Mal hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Vergangenheit vergangen wird und die Zukunft besser wird. Und das alles nur, um so bald zu erfahren, dass unser ganzer Weltenbaum sterben muss. Wie, sagt mir, soll ich dieses Leben, diese Familie aufgeben können? Sie sind mein Grund zum Leben. Der Grund, weshalb ich morgens aufwache, nach all dem Schmerz des Vergangenen. Nun, wenn du so fragst, es gibt eine recht simple Lösung für das Problem, auch wenn sie riskant ist.
Wenn du wirklich glaubst, dass wir Erfolg haben, dann kannst du mit ihnen den Weltenbaum verlassen. In den anderen Welten werdet ihr bestimmt willkommen. Und gleichzeitig müsste ich diesen Stamm im Stich lassen. Eine Welt verlassen, die mir im Blut fließt. Ich habe selber Sternenlicht in mir. Ich bin Omegons Ahnen. Und gleichzeitig sollte ich es tun und dann würdet ihr scheitern. Ivy, jedes einzelne Mönche versteht dich, da bin ich mir sicher. Und wir alle wollen, dass es eine andere Lösung gäbe. Aber es gibt sie nicht. In jedem Moment, in dem sich Omegon entschieden hat, Krieg gegen die Weltengeister zu beginnen. In dem Moment, in dem sie sich nicht freiwillig unterworfen haben. Wurde Genozid zum einzigen Pfad. Das Einzige, was sich ändern kann, ist die Menge der Pokémon und der Fakt, wen es betrifft. Und vor allem können wir ändern, wer diesen Krieg gewinnt. Und wenn es keinen anderen Grund gibt, dann ist Omegon ein Grund, sich zu wehren. Er ist schuld an allem. Ohne ihn wäre nichts von allem hier geschehen. Ohne ihn hätte Darkrai nie in den Krieg ziehen müssen. So viel Leid wäre erspart worden, wenn Omegons Gier doch wenigstens mit der Herrschaft eines ganzen Weltenbaumes gestillt gewesen wäre. Aber nein! Alles und was er nicht selber haben kann, das soll niemand haben. Inmitten vieler großer Worte rührte sich eines der beiden Evoli und blickte sich gerade erwacht verwirrt um. Beinahe neidisch war Flamme auf dieses kleine Wesen. Um es herum zerbrachen Welten. Die Zukunft keines Pokémon war sicher. Aber ein kleines, naives Evoli brauchte sich daran nicht zu stören. Es konnte sich gar nicht daran stören. Diese kleine Höhle im Umkreis zweier liebender Eltern und einer Schwester, das war die ganze Welt des kleinen Pokémon. Warum konnte Flamme so etwas nicht haben? Warum konnte er nicht einfach leben? Pokémon um sich, die ihn schätzten, ohne Sorgen. Aber nein, für ihn gab es so etwas nicht. Dieses kleine Evoli hingegen würde seine Sorgen nie kennen. Egal, wer im Krieg nun siegte. Bevor es alt genug war, sich sein Teil zu denken, wäre es tot oder der Krieg vorbei. Ja, ich weiß. Vermutlich sollte ich ohnehin stumm bleiben, wenn es um diesen Krieg geht. Kann ich überhaupt mit Verstand darüber reden? Oder denke ich mit dem Sternlicht? Meine einzige Rolle hab hier ist es zu warten und zu sehen, was die Zukunft bringt. Früher lag die Zukunft in meinen Händen, aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist Zeit für eine neue Generation an Helden. Und das seid ihr. Wenn eure Reise euch in den Weltenbaum des Sturmes führen soll, dann könnt ihr dabei auf die Unterstützung meines Stammes zählen. Grodon wird euch führen, sobald ihr diese Höhle verlasst. Kurz blickte sich Spark in den Reihen der Reisenden um. Und du, Funkenherz, was wirst du tun? Die Angesprochene brauchte nicht einen Moment der Bedenkzeit. Das hat sich schon lange entschieden. Ich werde mich mit den dreien auf die Reise machen. Sie haben sich bereits geeinigt, dass sie auch damit einverstanden sind. Und ich werde ganz bestimmt jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ja, das verstehe ich. Und bedauere es doch. Du weißt so viel wie wir nicht. Wenn du mit ihnen reist, dann wirst du nie wieder zurückkehren können. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, und doch muss ich es tun. Für Scheidux. Auch wenn sie nicht eingeladen war, beschwerte sich Ivy nicht, dass das Bisasam ihr Heim ebenfalls betrat. Ja, wir wären dumm zu glauben, dass dich irgendjemand von dieser Reise abhalten kann. Und ich möchte das auch gar nicht. Von dem Moment an, als dein Vater gestorben ist, hast du immer davon geträumt, so eine Chance zu bekommen. Eine Chance für Gerechtigkeit. Beinahe will ich selber mitkommen.
Aber meine besten Zeiten sind dafür auch zu lange vorbei. Und trotzdem solltest du reisen. Gerade wenn du dabei bist, dann weiß ich, dass ihr erfolgreich sein werdet. Und uns hat Omegon damals beeinflusst. Aber ihr kennt seine Maschen. Und er kann noch so mächtig sein, er ist nicht bereit für Mon wie euch. Und letztlich kämpft ihr auch für uns. Unser altes Team. Wir wollten Gutes tun und brachten Schlimmes. Wir waren nie Helden, auch wenn wir es dachten. Euer Volk wäre das Einzige, was keine Geschichte schreibt, in der wir die Bösen sind. Auch das zweite Evoli blickte nun auf, ahnungslos zu ihrer Mutter, in Verwirrung über diese komischen Fremden. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr geht. Wie bereits erwähnt, wird Groudon euch weisen. Bis zum Ort, an dem ihr unseren Weltenbaum verlassen werdet. Aber eine Bitte habe ich. Eine letzte Bitte. Wenn euer Plan gelingt, wenn ihr in die Wurzelwelt gelangt, ihr müsst tun, was sein muss, wenn der Rest unseres Teams sich nicht überzeugen lässt. Folgt euren Herzen, aber seht in ihnen keine Finsternis. Sie alle sind ahnungslos über ihre Schuld. Niemand von ihnen kennt Omegons Wahrheit. Und deshalb, egal was passiert, ehrt ihre Erinnerung, verabscheut sie nicht. Und auch uns. Wenn ihr dieses Dorf verlasst, dreht euch nicht um, blickt nicht zurück. In der Geschichte der Weltenbäume soll die Geschichte des Stammes heute enden. In einem letzten Frieden. Fordert nicht meinen tiefsten Instinkt heraus, der euch nicht gehen lassen will, es nicht kann. Selbst du, Funkenherz, du schlägst einen neuen Pfad ein. Einer, der dich hoffentlich in eine Zukunft führt. Wenn das Schicksal es so will. Lebt wohl und hört nie auf, euren Herzen zu folgen. Eine letzte Geste zeigte, dass weitere Anwesenheit nicht erwünscht war. So, dass das Team der Vier sowie Funkenherz Mutter die Höhle verließen. Eben jene und ihre Tochter würde das restliche Trio für einen Moment für sich lassen, damit auch zwischen ihnen ein gebührender Abschied stattfinden könnte, während der Rest schon Groudon ansteuerte. Genau wie Eevee es angedeutet hatte, war dieser bereits auf die Ankunft der Pokémon vorbereitet. Also dann, hallo nochmal. Jetzt, wo wir uns unter besseren Bedingungen kennenlernen können. Das vorhin tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht wirklich in einer Position, um Eevee Nein zu sagen, wisst ihr. Aber jetzt haben sich die Dinge ja geregelt. Funkenherz verabschiedet sich gerade noch, richtig? Ja. Lassen wir die Zeit. So eilig haben wir es nicht. Zumal unser Weg nicht allzu lange dauert. Aber ich bin mal ganz ehrlich mit euch. Glaubt ihr, dass euch der Weg etwas bringen wird? Was ist das für eine Frage? Natürlich wird er das. Wir müssen in den Weltenbaum des Sturmes und anders geht das wohl nicht. Das meine ich nicht, natürlich müsst ihr dorthin. Das Problem ist nur eher, ihr wisst, wie zwischen den Weltenbäumen gereist wird, nicht? Ihr wisst, dass ihr es bloß könnt, wenn der Weltengeist euch lässt. Und naja, unser Weltengeist ist ja euer großer Feind. Er hat keinen Grund, euch ziehen zu lassen. Du überschätzt seinen Respekt vor uns. Und den Fakt, dass er genauso wenig Ahnung vom Plan der Weltengeister hat wie wir. Vermutlich ist er eher froh, uns aus seinem eigenen Weltenbaum wegzubekommen. Vor allem jetzt, wo wir seine Erwartungen vermutlich bei weitem übertroffen haben, dadurch, dass wir einfach zu ihm gelangen. Wir haben seine Zweigwelt überlebt. Sogar mehr, die Pokémon hier, seine eigene Nachfahren, glauben unseren Worten eher als seinen. Wenn er uns hier verweilen lässt, könnte er glauben, dass sich uns noch mehr Pokémon anschließen, damit wir voranschreiten können, im extremsten Fall der Fälle, vielleicht sogar Eevee selbst. Und das wird er nicht wollen, wobei es ihn vermutlich nicht einmal wirklich stören würde.
Und selbst wenn alles, was ich gerade Schwachsinn ist und er sich wirklich weigert, wir gewinnen ja auch nichts, wenn wir es nicht einmal versuchen. Wirklich überzeugt hatte das Vulpix Groudon sichtlich nicht. Aber trotzdem entschied er sich gegen Einspruch, im Wissen, dass der letzte Teil der Aussage auf jeden Fall stimmte. Stattdessen wurde dieses Gespräch nun unterbrochen, als das neueste Mitglied der Gruppe sich wieder dazugesellte. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Ihr müsst nicht mehr warten, ich bin soweit. Es war nicht schwer zu erkennen, dass Trübsinn beim Luxio einfiel. Nun, dass der Abschied von ihrer Familie und jene, die für sie waren, wie eine, hinter ihr lag. Der letzte Abschied von der Heimat knapp voraus. Zeit, um das Mon irgendwie zu trösten, hatte Flamme aber nicht. Noch weniger das Interesse daran. Den Job würde vermutlich sowieso Soll versuchen zu übernehmen. Unabhängig jetzt davon, ob mit Erfolg oder ohne. Aber das war auch zweitrangig. Was nun galt, war die Reise. Ein großer Schritt war getan. Ein Teil Omegons eigenen Reiches war durchquert. Und nun ein Treffen mit eben jenem Gott.